Lockdown Light! Woohoo! 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 Wir haben es bald geschafft. Ja, wirklich, wir haben es bald geschafft. Ja, es wird wieder was aufgesperrt. Was genauer aufgesperrt wird. Ah, das ist egal. Das wird eh bald wieder zugesperrt. Aber wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald geschafft. Du musst dir das Ganze wie einen Marathon vorstellen, für den du nie trainiert hast. Und deswegen hängst du jetzt noch bei Kilometer 5 und deine Füße sind blutig, weil du Turnhallenschuhe zum Laufen anzogen hast. Und Seniorinnen überholen die, weil sie am Vortag nicht 3 Rotweinflaschen allein gesoffen haben. Ja, mit so Metaphern, gell, da wird es irgendwie ein bisschen leichter gleich. Na, wir haben es bald geschafft. Wirklich? Denk doch dran, wie jetzt schon geimpft wird. Ja, mit deiner Impfung braucht's noch ein bisschen. Das ist wie im Lokal, wenn du was bestellt hast und du freust dich schon so drauf, weil du schon 3 Monate nichts gegessen hast und eigentlich hängt dein Leben von dieser Mahlzeit ab und es ist dir jetzt auch eigentlich schon scheißegal, ob es eine verfaulte Mandarine ist oder Sputnik. Sag ich ja, so Metaphern helfen. Na wirklich, wir haben es bald geschafft. Wenn dann alle Alten und Risikogruppen durchgeimpft sind, dann wird auch schlagartig wieder alles aufgemacht werden. Ja, wirklich. Und dann wird es erst richtig spannend, weil dann alle glauben werden, was, Pandemie vorbei. Endlich wieder die Augäpfel meines Gegenübers ausschlecken. Und dann beginnt das Sterben der Jungen und Gesunden. Damit wird der Alltag auch einfach wieder ein bisschen aufregender. So eine Pandemie ist wirklich wie ein Abenteuer. Ein Abenteuerspaziergang, wo man barfuß gehen muss. Und überall liegen Scherben rum. Und hinter dir läuft der Grizzlybär. Aber immer dran denken. Bald haben wir es geschafft. Bald haben wir es geschafft. Bald haben wir es geschafft.